Meinen heutigen Gast brauche ich nicht vorzustellen. Professor Karl Lauterbach ist das Gesicht der Corona-Pandemie, der Mahner, die Cassandra, deren Botschaft keiner hören will. Herzlich willkommen bei Phoenix. Hallo, vielen Dank. Also von gestern haben Sie, das möchte ich einmal ganz kurz wissen, haben Sie den einen Forscher jetzt gesucht, der das sagt und dann haben Sie die Wahl? Nein, nein, ich will es nur wissen. Er war so wirklich, also so sollten wir uns wirklich nicht begegnen. Also ich glaube, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen. Das ist nicht meine Art. Das ist einfach, wir haben worden. Ich habe mich tatsächlich also für diese Tests, wie ich eben schon sagte, sehr früh eingesetzt. Das auch deshalb übrigens, weil also ich den Wissenschaftler, der also sagen wir dieses Konzept entwickelt hat, also dass man über Testungen tatsächlich Schulen sicher machen kann, den kenne ich persönlich, Michael Mina. Von der Harvard-Universität, dann habe ich etliche Male zitiert. So. Herr Lauterbach, wir wollen aber noch einige weitere Ihrer Aussagen ansehen. Und da ging es einmal, wir haben es hier schon in der Sendung angesprochen, um Long-Covid. Denn da wurde eine ganz konkrete Zahl genannt. Schauen Sie hier Ihre Aussage. 7% der Kinder, das ist unstrittig, die sich infizieren, entwickeln Long-Covid-Syndrom. Das ist keine Kleinigkeit. Ja, Katastrophe. Woher kamen, Herr Lauterbach, diese 7%? Aus der ONS-Studie, das ist publiziert worden und das steht, also die einzige, ich sag's mal simpel, die einzige größere Studie, die es gibt, die flächendeckend, also repräsentativ alle Infizierten auswertet. Genau, also wir beobachten deutlich weniger Kinder mit Long-Covid. Das ist nicht nur eine Beobachtung aus der Einzelpraxis, sondern es ist eine Beobachtung oder ein Kinder- und Jugendärzte im Netz in ganz Deutschland. Wir haben einzelne Ambulanzen in verschiedenen Städten, München, Jena etc., Dresden, die sich stark mit dem Thema beschäftigen, aber eben auch wirklich wenig Fälle haben und keine gezielten Aussagen machen können über die Anzahl und die Schwere von Long-Covid. Und eine Zahl wie 7% kommt bei diesen Fachambulanzen in meinen Augen nicht vor und diese Zahl ist deutlich zu groß. Herr Lauterbach, wenn Sie das jetzt hören, 7%, eine Zahl, die Sie ja bei Maybrit Illner genannt haben und auch mit Sicherheit, Sie benutzen das Wort unstrittig, werden diese Folgen haben. Und letztendlich ist es eine Zahl, die sich so in Deutschland gar nicht widerspiegelt. Rudern Sie da jetzt ein bisschen zurück? Ja, zunächst einmal, es ist weiterhin so, dass das die einzige repräsentative Studie ist, die also gemacht worden ist. Also dass die Studie steht nach wie vor unwiderlegt in dem Sinne. Aber was sich gezeigt ist eben, dass Long-Covid bei Kindern nicht so gravierend verläuft. Das ist Gott sei Dank so. Das ist gar keine Frage. Ich wollte nochmal auf Ihre Aussage im ZDF zu sprechen zu kommen, als Sie da eben gesagt haben, 7%. Und Sie sagen jetzt, na gut, es gab halt diese eine Studie. Wäre es dann nicht ehrlicher gewesen, statt... Es ist nach wie vor die einzige... Ja, genau. Hatte ich verstanden. Aber wäre es nicht ehrlicher, statt in der Fernsehsendung zu sagen, es ist unstrittig, stimmt ja sogar unstrittig, weil es noch nicht mal mehr Studien zu dem Zeitpunkt gibt, aber es ist unstrittig, 7%. Und dann warnen Sie und ganz Deutschland guckt am Ende, weiß nicht, 3,5 Millionen die Fernsehshow und denken, um Gottes Willen, wenn der Lauterbach das sagt, so ist doch die Reaktion der Fernsehzuschauer, das wissen Sie ganz genau. Es wäre doch ehrlicher gewesen zu sagen, also Leute, wir haben noch nicht viele Erkenntnisse. Es gibt da so eine kleine Studie in Großbritannien. Die ist in Großbritannien, in Deutschland haben wir es noch gar nicht erforscht. Die gehen jetzt mal so über den Daumen gepeilt von 7% aus. Das wissen wir noch nicht, ob das stimmt. Es könnte aber eventuell sein. Es ist halt bisher die einzige Studie. Wäre ehrlicher gewesen, oder? Ich weiß es nicht, also Sie müssen überlegen, in einer Talkshow können Sie nicht, also, und ich habe übrigens im Gegensatz zu vielen anderen sehr häufig noch, also in Talkshows oder auch in anderen Formaten, die Studien erklärt, auf die ich mich beziehe. Eben gerade angesprochen haben, wo man sagen könnte, da lagen Sie dann doch phänomenal falsch. Lassen Sie uns da einmal reinschauen. Diejenigen, die jetzt auf der Intensivstation behandelt werden, die sind im Durchschnitt etwa 47, 48 Jahre alt. Das sind Menschen mitten im Leben, die beatmen wir 5, 6 Wochen lang. Und viele von denen, die Hälfte ungefähr von den Vollbeatmeten stirbt. Das ist eine Tragödie und da verlieren viele Kinder derzeit ihre Eltern. 47 bis ca. 48 Jahre und der Ausblick, dass viele Kinder ihre Eltern verlieren könnten, Herr Lauterbach. Woher kommen diese Zahlen? Fakt ist doch eigentlich, zu diesem Zeitpunkt gab es gar nicht solche Zahlen.
Genau, das ist der einzige Punkt. Also Sie haben mir ja eine Reihe von Dingen vorgeworfen und zu den meisten könnte ich also etwas sagen, wo ich glaube, dass es nicht, also dass es einmal nicht wirklich so stimmt und also überzogen ist. Aber dieser Punkt ist tatsächlich, also den hatte ich auch eben schon erwähnt, da hatte ich mich verlassen auf also Aussagen von Intensivmedizinern, also die relativ prominent sogar sind und die man häufig im Fernsehen sieht und die sich da also mir gegenüber so geäußert hatten. Und das hatte ich geglaubt. Und das war offensichtlich falsch. Es ist nicht ganz falsch dahingehend, weil wir haben damals tatsächlich über eine ganz aktuelle Warnung nochmal. Nächster Punkt, das war bei uns, das war in der Bild am Sonntag, da warnen Sie vor der indischen Mutante und sagen, ja, die sei 20% ansteckender nochmal als die britische. Wir alle haben ja noch im Ohr, Herr Lauterbach, die so wahnsinnig. Hier sehen wir nochmal genau das Zitat aus der Bild am Sonntag, vom vergangenen Sonntag. Also die indische Variante, 20% ansteckender. In unseren Ohren sind noch die Warnungen vor der britischen Mutante, die ja zu exorbitanten Inzidenzwertansteigungen, Steigungen führen sollte. So waren die Warnungen vor allen Dingen vom Robert-Koch-Institut. Inzidenzwerte an 2000 und drüber. Auch Sie haben selbst vor Inzidenzwerten bis zu 350 und höher gewarnt. Jetzt die nächste Warnung, indische Mutante, 20% ansteckender. Worauf stützen Sie sich? Haben Sie da Erkenntnisse, die eine solche Warnung stützen? Ja, das ist natürlich also eine typische Aussage, die ich mache, die studienbasiert ist. Das ist ganz klar. Also das ist jetzt, sagen wir, eine Aussage, die ich mache auf der Grundlage. So habe ich ja 95% oder 99% aller Aussagen gemacht, dass ich tatsächlich also da relativ also intensiv reingegangen bin. Und also es gibt beispielsweise einen also relativ bekannten Oxford-Modellierer, Mathematiker Prof Alex Selby, und der hat dazu also jetzt nochmal, also vorgestern, also relativ präzise Berechnungen also vorgelegt, und da kommt sogar raus, dass die indische Variante mehr als 20% also ansteckender ist als die britische. Also von gestern. Haben Sie, das möchte ich einmal ganz kurz wissen, haben Sie den einen Forscher jetzt gesucht, der das sagt, und dann haben Sie die Wahl? Nein, ich will es nur wissen. Er war so wirklich, also so sollten wir uns wirklich nicht begegnen. Also ich glaube, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, das ist nicht meine Art. Das ist einfach, Dennoch frage ich mich nach dieser Diskussion. Jetzt hatten wir sehr oft Studien, die eben aus einem Land kamen, das gar nicht über Deutschland geforscht hat, sicher von renommierten Forschern. Wie leicht tut man sich da in der Übersetzung, das auf Deutschland anzuwenden, wo ja die Situation allein schon der Einwohnerstruktur geschuldet oft ganz anders ist? Also wie läuft das ab? Haben Sie da jetzt ein Learning bei einigen Aussagen, wo man ja sagen muss, die waren vielleicht gar nicht so hundertprozentig auf Deutschland anwendbar? Werden Sie sich sehr mit angesprochen, das ist typisch von mir, werden Sie jetzt sagen, ach, bevor ich nicht drei Studien habe, die das und das belegen, dann bin ich lieber vorsichtig, eine Zahl aus einer Studie aus einem anderen Land zu nennen? Nein, das ist also bei Studien dieser Art, also das ist ja eine reine Studie, wo es darum geht, also wie ist die Biologie hier? Also das Virus also verhält sich in Deutschland nicht anders als in England oder in den Vereinigten Staaten oder irgendwo in dem Sinne. Ich bin selbst ein bisschen anderer Meinung, weil wir gesehen haben, in Amerika und in Kanada wird die Impfung ja bei 16- bis 18-Jährigen schon lange gemacht. Und da haben wir bisher keine schwerwiegenden Nebenwirkungen gesehen. Und gestern habe ich noch mal... Bitte? Das ist nicht richtig. Also welche schwerwiegenden Nebenwirkungen würden Sie denn hier vortragen? Myokardentzündung finde ich schon eine schwerwiegende Nebenwirkung. Ja, ist das aber tatsächlich gesichert? Also wenn ihr jetzt umgekehrt. Also, das wird ja auch in Deutschland schon geimpft. Das ist ja gar kein Problem. Wir haben eine Studie gesucht. Genau, aber ich würde das Handwerkszeug des Populisten ist, etwas zu behaupten, volkstümlich zu verpacken, sodass einem viele Leute folgen, und wenn es sich als falsch erweist, zu sagen, das habe ich so nie gesagt. Das ist die ganz einfache Formel. Es ist eben so verstanden worden, und wie die Leute es verstehen, kann nicht mein Problem sein. Ich habe es so nicht gesagt. Das Zweite ist, Populisten begründen Dinge mit einem Faktum. Und das, finde ich, ist echt ein Haken. Wenn Karl Lauterbach sagt, also, ich bin in einem Umfeld, da diskutieren alle immer mit Halbwissen.
Ich aber habe immer eine Studie. Also es gilt ja schon für uns Journalisten, dass es erst relevant wird, wenn man zwei Quellen hat. Also wie anders würde das aussehen, wenn Karl Lauterbach sagen würde, hier haben wir in England eine Studie gesehen mit 7%. Und es gibt auch noch eine aus Schweden, da sind es 9,2. Briten und Schweden sind von Deutschen nicht ganz so unterschiedlich, aber sie leben eher im ländlichen Bereich in Schweden und eher geballter in Großstädten. Die Hauptpopulation von London ist da getestet. Man kann es also nicht wirklich vergleichen, aber ich warne, dass wir da auch ein Auge drauf haben müssen. Perfekt. Aber ich bin der, der eine Quelle hat. Und das macht mich zum besseren Experten als alle anderen, die damit diskutieren. Das macht mir Angst, weil dann ist diese ganze Diskussion, die wir geführt haben in den letzten 18 Monaten, ja auf einem Halb- und Nichtwissen diskutiert worden. In all den großen Talkshows, in all den großen politischen Sendungen, in all den wichtigen Medien haben dann Menschen, die sagen, ja, ich habe eine Studie in der Hinterhand, die Diskussion dominiert. Also das ist jetzt, sagen wir mal, eine Aussage, die ich mache auf der Grundlage. So habe ich ja 95% oder 99% aller Aussagen gemacht. Das ist tatsächlich, also da relativ also intensiv reingegangen bin. Und also Oh, wow. Wie viele Hirnzellen tötet so ein Vollrausch ab? Schwer zu sagen, aber da geht schon was verloren. Ja. Das ist also, da habe ich so manch einen Opfergang hinter mir. Oh, wow. Jetzt kommt der Party Lauterbach.